Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Haus Flippers. Ja, wir haben in der letzten Folge den kompletten Garten fertig gemacht. Ich finde den relativ hübsch. Man hat noch viel Platz und alles. Und deswegen würde ich sagen, tun wir in dieser Folge eiskalt mal am Gartenwettbewerb teilnehmen. Er ist ja relativ schön hergerichtet. Und ich bin jetzt nicht so der Ästhetiker, der das so gut hinkriegt sonst. Bedeutet, wir gehen jetzt hier rein. Und ich glaube, wo ging das hin? Verkäufer? Verbesserungen haben wir ja mittlerweile gleich schon freigeschaltet. Ne, ich wollte eigentlich Haus verkaufen. Genau. Reiche deinen Garten zum Wettbewerb ein. Ach du Scheiße, was sind wir denn? Modern, oder? Amerikanisch sind wir nicht, wir sind eher so modern. 108 Punkte. Der Wert des Hauses steigt um 32%. Auswahl der Pflanzen war jetzt nicht so das, was sie wollten, aber Ausstattung, Layout ist wohl super. What the fuck? Okay. Erneute Teilnahme. Ach, man kann nochmal teilnehmen. Oha. Haus gekauft, Grundstück hat Fläche von Haus verfügt über Anzahl an Zimmern. 8. Arbeit an diesem Haus 2 Stunden, 26 Minuten. Alter. Die Höhe deines aktuellen Budgets ist 109.000. Ich würde sagen, wir tun es zur Auktion anfügen. Möchte ein Badezimmer, wozu braucht ein Mensch denn mehr? Alter, der Preis! What? Uns gefällt es, dass es hier zwei Küchen gibt. Ah ja, stimmt, wir haben unten auch noch eine Küche, ne? Hier gibt es kein großes Familienzimmer. Doch, ein Wohnzimmer gibt's. Familie Jensen, ich finde es super. Also, es gibt kein großes Familienzimmer. Es fehlt nur an typischen Kinderzimmern. Ich brauche mehr Schlafzimmer. Okay, das sind die Negativpunkte von denen. Wir brauchen viel Platz für unsere Bücher. Okay, dann würde ich Angebot... Nee, Shift, wo Shift und Enter. Ich würde gerne verhandeln. Ich würde da gerne noch so... Ach komm, sind sie nicht so. 26.000 würde ich noch gerne rausholen. Angebot verhandeln. Bitte, 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 komm. Drauf zu zahlen? Das ist zu viel für uns beim Haus wie diesem. Ja, okay, dann muss ich es halt wohl... Angebot annehmen, immerhin... Okay. Also, werde ich es wohl annehmen? Es sind immerhin über 100.000, hallo? Family Man, Errungenschaft freigeschaltet. So, jetzt haben wir 400.000 auf der hohen Kante, Alter. Wie viel ich in die Hütte einfach reingesteckt habe auch. Browse. So, ja. Rosa Königreich, wollen wir das Rosa Königreich? Also wir können uns jetzt mittlerweile gleich jede Hütte hier kaufen, aber am wenigsten Sinn macht es das hier zu kaufen, weil da haben wir nur noch 40.000 circa zum Ausgeben. Und ab da ist alles sinnvoll. Aber schaut euch dieses komische Teil an. Das sollte man sich vielleicht mal vorne. Heiliger Bimba! Komplett innen alles raus und neu rein. Würde ich sagen. Alter, schauen wir uns das mal an. Das ist ja Horror. Ach du Scheiße. Wer wohnt denn da? Der rosa-rote Panther oder was? Aufkommen ist es nur sicher für unsere Racker. Also Garten braucht eindeutig eine Überarbeitung. Riesige Flächen, nichts. Ich höre schon drin, dass ein paar Sachen... Ich glaube, da muss man nicht so viel dran machen, um ein bisschen Geld rauszuholen. Ach du Scheiße, da kriegt man ja Augenkrebs. Was ist das denn? Okay, hier müssen wir eindeutig schnell montieren. Erstmal das alles... Ich höre immer noch irgendwo Wasser plätschern, das ist uncool. So, okay, hier ist einiges noch nicht montiert, was auch immer hier... Ah, hier kann eine Dusche... Haben die hier für eine Dusche einen Anschluss gemacht? Ach, die Heizung ist noch nicht fertig montiert. So, okay, jetzt ist die Heizung fertig. Ich muss jetzt erstmal hier die Geräusche lokalisieren. Also hier geht's nach draußen. Alter! Also,
Ah, guck mal hier. Die haben die ganzen Sachen einfach nicht festmontiert. Was ist denn hier los? Heiliger Bimbam. Das Ding schaut aus, als ob du... Echt, als ob der rosa-rote Panther hier... sein... Boah. Ach, du Scheiße. Och, Gottes Willen. Nee. Oh. Also, die Frau, die hier drin wohnt, wird nie einen Freund finden. Leck mich am Arsch. Also, ein Auto hat das Ding mal. Ich könnte das ganze Haus ausräumen und dann verkaufen. Alter. Ich will hier drin mich gar nicht lange aufhalten. Wir tun den Rasen mähen, würde ich sagen. Ein bisschen draußen verschönern. Und dann hat sich das. Aber Himmel, Hilfe. Warum soll ich diese Hütte kaufen? Das bringt mir doch nichts. Da kann ich doch nichts wirklich machen. Ich könnte das komplette Haus neu streichen. Komplett weiß. Hätte ich kein Problem mit. Dann sehe ich das wenigstens nach irgendwas aus. Aber dann sind die Möbel immer noch pink. Aber die Integration ist genial. Das sollte ich mir merken. Also, dass das so verbunden wird. Ich glaube bloß, dass du die Tür... Doch, die Tür vom Kühlschrank kriegst du wahrscheinlich sogar noch auf. Ist das jetzt für eine Badewanne oder ist das jetzt für eine Dusche? Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Badewanne. Die müsste da dran, ja. Also die gehört, würde dahin gehören. Ach du heilige Scheiße. Nee, ich gehe hier raus. Nee, halt dich nicht aus. Nee. Schlimm ist, die Hütte schaut ja von außen genauso aus. Okay, wir hacken jetzt erstmal jeden Baum hier um. Weg mit dem Schmarrn. Der Baum wurde richtig geschnitten, was? Hier muss erstmal alles weg. So schaut's aus. Warum kann ich den Baum nicht entfernen? Den findet man nicht. Alter, die Grafik buggt auch noch. Ich kann sie ja nicht verübeln, weil dem Ausblick, die sie hat, dass der Augenkrebs kriegt, ist ja kein Wunder. Alter. Hier muss mal ein bisschen andere Farbe rein. Hier muss mal ein bisschen Leben rein in die Hütte. Verkaufen wir mal. Die Blumentöpfe lassen wir. Die finde ich nicht schlecht. Die Pflanzen drin finde ich eher semi-optimal. Alles mal raus hier. Ach du Himmelhilfe. Ich darf nur aufpassen, dass ich diesen Pott nicht verkaufe. Ich weiß nicht, wo ich den herkriege. So. So, okay. Ich glaube, den Rest kann ich ja eh runtermähen, ne? Dann tue ich mich schnell mit hier mit dem Handmäher schon mal um die bestimmten Punkte kümmern. An die mal die Maschine nicht hinkommen wird. Ach du Himmel. Ey, ich habe echt Augenkrebs. Ich sehe nichts mehr, Leute. Ich sehe nichts mehr. Das ist ja richtig Augenkrebs. Heiliger Bimbam hier. So, jetzt nehmen wir einfach hier schön den Rand schnell weg, so. Aber wenn alles gemäht ist, sind die ja eh direkt wieder voll happy. Wenn man einmal hier lang mäht überall, hat das ja schon einen großen Wert. Aber, boah, da rein will ich nicht nochmal, ey. Da kriegen mich keine 10 Pferde rein, ich schwör's euch. Das war jetzt ja Trauma. Ich kann gleich in die nächste Psychiatrie eingeliefert werden und dann brülle ich nur noch Pink, überall Pink. Einfach mal den Rand hier schön absäbeln. Da ist der eh noch nicht so bepflanzt hier. Aber man muss hier halt wirklich den kompletten Rand mindestens einmal per Hand abmähen.
weil man ansonsten nicht die Möglichkeit hat, nachher mit dem Rasenmäher durchzukommen. Weil der Rasenmäher schafft ja leider den Rand nicht so, ne? So, einmal hier so lang. Ja, jetzt wird wieder enger. Aber alles noch machbar. So. Wir machen einfach so draußen so ein bisschen. Ich könnte den einen Raum oben leer machen und dort eine Gaming-Ecke noch reinmachen. Einfach nur, damit wir ein bisschen einen männlichen Stempel rein. Wir tun der Frau, die das Haus kauft, damit einen Gefallen. Indem sie einen Mann findet oder wenn sie einen Mann schon hat, dass der wenigstens irgendwo hat, um seinen Augenkrebs zu reparieren. Obwohl, ich glaube, der wird dann eher lieber rausgehen und ins Wasser springen, um die Augen auszuwaschen, ey. Ich könnte sie ihm aber auch ehrlich gesagt nicht verübeln. So, einmal hier noch schnell den Rest sauber ein bisschen weg. So, okay, dann fangen wir doch mal vorne an. Mit dem Rasenmäher. Ich tue hier das. Alter. Also ich hätte ja, ich habe ja echt viel erwartet. Aber das hat all meine Erwartungen übertroffen. Was? Ich komme nicht mehr so nah an den. Also das ist jetzt echt kacke gemacht, den Spielentwickler. Sorry, ist so. Wie soll ich denn gescheit den Rasen mähen, wenn ich nicht mal bis an den Rand komme? So, einmal hier den Rasen entlang, ne? So, einmal hier rum. Sascha, ich komme ja nicht mal. Ich kann den Rand nicht mal bearbeiten. Das ist traurig. Ich kümmere mich gleich mal hier drum. Zack, einfach runtergemäht. Ich hänge schon wieder mit dem Drecksteil fest. Ich hätte vielleicht den Haus-Außenraum auch direkt abnehmen sollen. Ja, ja. Einmal hier noch rum. Tu mir den Gefallen, Rasenmäher, und lass mich leben. Könnt ihr jetzt schon mal raten, kriegen wir den Rasen in der Folge noch fertig oder nicht? Weil wenn nicht, dann mache ich ihn in der Pause selber fertig. Dann überlegen wir uns was, wie wir das außen ein bisschen das Pink dezimieren können. Also ich würde mal sagen, 5 Grille sind da schon mal mindestens drin. Oder wir verkaufen uns einfach wieder direkt und gehen zum nächsten besten Haus, wo wir die Innenausstattung ändern können. Ich bin kein Gartenmensch. Mein Gott, ich habe schon mit Gärten mehrfach zu tun gehabt, aber ich bin kein Gartenmensch. Nein, bin ich nicht. Solange mein Garten keine 50 Quadratkilometer hat, ich meine eigene Koppel da drauf für meine Pferde setzen kann und einen eigenen See habe, ist es nicht wirklich meins. Weil ich würde eher mit dem Rasenmäher-Traktor rumfahren wollen, als mit so einem Rasenmäher über die komplette Wiese rüber. Ich wette nicht, jetzt kommt auch nachher wieder so ein Spruch. Oh, es riecht wieder so nach schönem, frisch gemähtem Gras. Wo ich mir denke so, halt die Schnauze! Aber ich weiß noch, wie wir das ohne Rasen... Also ich weiß noch, wo die Zeiten... Du den Rasenmäher hast ja relativ spät, glaube ich, bekommen. Oder wie war das? Ich hatte den auf jeden Fall nicht von Anfang an. Und am Anfang hast du das alles mit dieser komischen Maschine machen müssen. Boah, das war graus.
hier lang gemäht. Und hier. Und dann hier am Rande geht's weiter. Und dann bräuchte ich für den echt feinere Kontrolle aus. Ich glaube, ihr hattet mit eurer Vermutung recht. Die Folge ist jetzt rum. Und es fehlen immer noch Kleinigkeiten an dem Rasen, die gemacht werden müssen. Bedeutet, ich mache die Kleinigkeiten in der Pause fertig. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!